Auch wenn es hin und wieder so aussieht, im beschaulichen Rheingau ist die Zeit nicht stehen geblieben. Gerade wenn es um die Gesundheit der Bürger geht, zeigt die Leitung des St. Josephs Hospitals, dass sie die Zeichen der Zeit verstanden hat und für seine jährlich rund 6.000 Patienten zu nutzen weiß. Und zwar haben wir uns frühzeitig Gedanken darüber gemacht, wie schaffen wir es an allen drei Standorten, sowohl in Bad Schwalbach als auch in Wiesbaden, als auch in Rüdesheim, die gleiche hochwertige medizinische Versorgungsqualität anbieten zu können. Und so haben wir uns intern zusammen mit unseren Medizinern Gedanken gemacht, wie schaffen wir das? Ja, also müssen wir eine persönliche Präsenz haben oder schaffen wir es nicht auch mit den neuen technischen Medien, die wir zur Verfügung haben? Zunächst war die IT-Abteilung gefragt, denn Qualität, intuitive Bedienbarkeit und Verfügbarkeit sind die Schlüsselelemente für einen erfolgreichen Projektverlauf. IT-Leiter Werner Nicolai erklärt die Umsetzung. Ja, die Umsetzung der übergreifenden Plattform des Systems haben wir so vorgenommen, dass wir die eigentliche Installation des Systems am Standort Wiesbaden haben, in unserem Mutterhaus. Und auch wir hier von Rüdesheim aus auch auf die Systeme entsprechend zugreifen mit allen Medien, die wir hier entsprechend einsetzen. Wir hier in Rüdesheim haben eine Standortverbindung, eine direkte Verbindung zum St. Josephs Hospital in Wiesbaden. Auf dieser Linie kommunizieren die Ärzte direkt miteinander. Den Anfang machte die Onkologie, die neben anderen Abteilungen, darunter Innere Medizin, Palliativmedizin, Chirurgie und Intensivmedizin, die Grundversorgung für den gesamten Rheingau bereitstellt. Wir starteten eigentlich mit den interdisziplinären Tumorboards, die einmal wöchentlich hier stattfinden. Dadurch ist es uns möglich, dass unsere Ärzte ihre Krebspatienten per Videokonferenz in Wiesbaden den Spezialisten, was jetzt die Onkologie, Strahlentherapie betrifft, vorstellen. Für die Patienten ein großer Vorteil, da Wartezeiten reduziert und Therapien schneller begonnen werden können. Jetzt sind wir im Ablauf so, dass wir die ersten Patienten aus unserem Krankenhaus in der Tumorkonferenz vorstellen, locken uns in die Tumorkonferenz videoassistiert hinein. Das dauert 5 Minuten, der Fall wird vorgestellt, in einer Viertelstunde sind alle fertig. Damit sparen die Ärzte täglich 90 Minuten Fahrzeit nach Wiesbaden und zurück. Hinzu kommt, dass sie sich auf die für sie relevanten Fälle konzentrieren können. Viel eingesparte Zeit, die nun den Patienten zugutekommt. Persönlich, in der Klinik oder wieder per Video, denn die Ärzte finden immer neue Einsatzmöglichkeiten für das intuitiv zu bedienende System. Die Frage, inwieweit andere Fachabteilungen dieses System nutzen, ist für uns eine Frage der Entwicklung gewesen. Das heißt, mit dem System haben wir gelernt. Wir betreiben eine Palliativstation mit den Kollegen in Wiesbaden zusammen und haben jeden Morgen eine videoassistierte Fallkonferenz, in der wir die einzelnen Fälle besprechen. Denn ein Krankenhaus zum Beispiel wie unseres, relativ klein auf dem Lande, kann nicht alle Maßnahmen und alle Techniken vorhalten. Wir besprechen dann ab, welche Technik, wo der Patient am besten aufgehoben ist. Und dementsprechend wird entschieden, welche der palliativmedizinischen Stationen genutzt wird. Das hat für die Versorgungsrealität der Patienten in unserem Einzugsbereich einen erheblichen Vorteil. Er muss nicht erst in ein Krankenhaus fahren oder auf eine Station gehen, die gar nicht für ihn geeignet ist. Es wird vorher besprochen. Und dementsprechend können Ressourcen praktisch ideal verteilt werden. All das war nur möglich, weil im Klinikverbund die Bedeutung der Digitalisierung erkannt und in mehreren Projekten bereits umgesetzt wurde. Die Digitalisierung ist extrem wichtig. Digitalisierung ist momentan in aller Munde. Wir gehen sogar so weit, dass wir sagen, die Digitalisierung wird einer der Schlüsselfunktionen sein, um den ambulanten mit dem stationären Sektor zu verbinden. Diesen Weg wollen auch die Ärzte gehen. Immer mit Blick auf effiziente Prozesse bei optimaler Betreuung der Patienten in Zusammenarbeit mit den Hausärzten. Dann kam uns der Gedanke, dass wir auch das Ganze auf den ambulanten Sektor ausdehnen können. Das heißt, die Hausärzte mit ins Boot zu holen. Auch die Hausärzte haben viele langzeitbetreute Patienten, insbesondere mit chronischen Wunden, die regelmäßig von uns kontrolliert wurden im Rahmen unserer Wundsprechstunde. Das ist nun nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit notwendig. Wir können viele Patienten auch jetzt direkt vor Ort über die Praxisassistenten der Hausärzte per Videokonferenz beurteilen. Wir lassen uns die Wunden
demonstrieren. Die Hausärzte als auch die Praxisassistenten sind mit iPads ausgestattet, mit ausreichender Kamera und Auflösungsqualität, sodass ich die Wundbeurteilung direkt an einem guten Monitor vornehmen kann und entsprechende Handlungsanweisungen aussprechen kann. Davon profitieren auch die Hausärzte, die insbesondere im ländlichen Bereich mit langen Fahrtwegen konfrontiert werden. Eine der ersten Praxen, die auf die Unterstützung durch NEPAS, die nichtärztlichen Praxisassistenten und Video setzen, ist die von Dr. Kau in Österreich-Winkel. Wir haben gerade im hausärztlichen Bereich einen enorm großen Nutzen, da wir natürlich einen hohen Patientenanteil haben, aber wenig Zeit. Und durch diese nichtärztliche Praxisassistentin kann sie einen Hausbesuch machen und uns dann direkt vor Ort schon die verschiedenen Befunde zeigen, Wundbefunde oder Sonstiges. Wir hatten zum Beispiel jetzt weit weg in Stephanshausen, das sind ungefähr 20 Kilometer von hier, eine Patientin. Wenn ich da hätte hinfahren müssen, hätte mich das eine Stunde gekostet. Und so ist natürlich A, eine super Zeitersparnis, und B, wird es langsam auch sogar von den Kassen getragen, die Kosten, teilweise. Inzwischen ist die Zahl der kooperierenden Praxen auf 16 angestiegen. Weitere werden in Kürze folgen. Dank Digitalisierung werden die Menschen im Einzugsgebiet des Klinikverbunds St. Josephs Hospital nun schneller und besser versorgt. Enorme Zeitersparnisse durch geringere Fahrzeiten ermöglichen es, mehr Patienten besser zu versorgen. Ein schönes und nachahmenswertes Beispiel dafür, wie Avaya mit seinen Lösungen Prozesse beschleunigt und vereinfacht. In diesem Fall direkt zum Wohl der Menschen in der Region.